Unser Fußball ist tot. Fußball. Für viele von uns sowas wie unsere erste Liebe. Jedes Wochenende mit abertausend anderen Loyalen im Stadion stehen und alles geben. Doch der Sport, in dem wir uns verliebt haben, den gibt's so nicht mehr. Der ist tot. Wir Fans sind im Stadion nicht mehr viel anderes als Klatschvieh. Klatschen, zahlen, schweigen. Bloß keine kritischen Nachfragen. Dabei frage ich mich, wie konnte es so weit kommen? Hier sind vier Gründe, warum unser Fußball tot ist. Fußball ist nur noch Big Business. Leute, wir sind uns doch alle einig. So sollte Fußball aussehen. Doch so sieht Fußball heute aus. Klar, Fußball ist ein Millionengeschäft. Und sind wir mal ganz ehrlich, da ist es nur fair, wenn die Spieler einen ordentlichen Batzen bekommen. Immerhin dauert so eine Karriere auch nicht ewig. Aber ganz im Ernst, muss es denn so viel sein? Leroy Sané zum Beispiel geht jeden Tag mit 47.000 Euro nach Hause. Jeden Tag. Oder Franck Ribéry. Der gönnt sich einfach mal ein vergoldetes Steak für schlappe 1.200 Euro. Das bezahlt der Mann wahrscheinlich mit dem Kleingeld, das er auf dem Boden seiner Sporttasche findet. Und was dann passiert, als er dafür von seinen eigenen Fans kritisiert wird, das ist nun auch nicht unbedingt ein Musterbeispiel für Fannähe. Beginnen wir mit den Neidern und Hatern, die durch ein löchriges Kondom entstanden sein müssen. Eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum. Ich schulde euch gar nichts. Meinen Erfolg habe ich vor allem wegen Gottes Hilfe erreicht, wegen mir und denen, die an mich geglaubt haben. An alle anderen, ihr seid nur kleine Steinchen in meinen Schuhen. Ganz schön heftige Reaktion, oder? Stichwort, die Hand beißen, die einen füttert. Übrigens ist heftig ein gutes Stichwort. Und zwar, wenn wir über die Ablösesummen reden oder die Beratergebühren, die bei solchen Transfers bezahlt werden. 80 Millionen Euro hat der Transfer von Lucas Hernandez den FC Bayern München gekostet. Und die Spielerberater verdienen ordentlich mit. Rund 10% der Ablöse. Dass die Ticketpreise dann durch die Decke gehen, um das zu finanzieren? Kein Wunder. 2020 dann die Blutgrätsche. Corona. Und die Einnahmen aus dem Spielbetrieb fallen quasi von heute auf morgen komplett weg. Und siehe da, ein Drittel der Bundesligisten kämpft mit der Pleite. Da kann doch irgendwas nicht richtig laufen. Und die Spieler wollen ja auch bezahlt werden, wenn Corona ist. Und jetzt kommt auch noch die neue DFL-Chefin Donata Hopf mit dem Plan um die Ecke, Playoff- oder Supercup-Spiele in Saudi-Arabien stattfinden zu lassen. Wohl ganz nach dem spanischen Vorbild, wo der Supercup schon seit 2020 in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Naja, für den spanischen Fußballverband bedeutet das einen regelrechten Geldregen. Und für die Fans? Leute, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann müssten wir den Fußball, wie er heute ist, hassen. Denn um uns Fans geht es schon seit Jahren nicht mehr. Um den Sport auch nicht mehr so richtig und um die Spieler auch nicht. Es geht nur um Big Business. Und das führt uns zu Grund 2. Rendite statt Nachhaltigkeit. Okay, der Fußball hat sich also wirklich in eine Sackgasse manövriert, in der es auf Sicht ohne Investoren vielleicht nicht mehr weitergehen könnte. Und das Problem bei denen ist natürlich, wer Geld investiert, der will auch Geld verdienen. Und zwar nicht morgen, sondern am liebsten heute. Gutes Beispiel dafür, Hertha BSC. Denn da hat Unternehmer Lars Windhorst rund 375 Millionen Euro reingepumpt. Große Namen wurden gekauft, aber tja, Geld macht Spieler dann eben doch nicht zu einer Mannschaft. Und jetzt spielt man gegen den Abstieg. Bitter für Lars Windhorst. Der bereut inzwischen sogar, dass er so viel Kohle in den Club gesteckt hat. Zitat: Bislang hat mir das Investment bei Hertha nur Nachteile gebracht. Ganz so einfach ist es eben nicht. Eine Mannschaft muss zusammen wachsen und sich gemeinsam weiterentwickeln. Um nachhaltigen Erfolg zu generieren in diesem kurzlebigen Geschäft Profisport, muss man natürlich einen langen Atem haben. Und das bedeutet, ich muss in Nachwuchs investieren. Ich muss mir Merchandising-Konzepte überlegen, um langfristig eben das, was ich einnehme, vielleicht auch zu steigern, auch während der Pandemie. Und ein guter Club, der kann nicht nur aus seinem Geschäftsmodell alleine leben, das haben wir gesehen in der Pandemie, sondern es braucht auch Unterstützer. Und diese Unterstützer sind Investoren, die eine langfristige Perspektive geben und nicht nur kurzfristig eben Lücken schließen wollen. Jetzt aber zu den Investoren. Dass die nicht zu viel Einfluss in den Vereinen haben, soll die 50-plus-1-Regel verhindern. Vereinfacht gesagt, die Stimmenmehrheit in den Vereinen soll demnach immer in den Händen der Mitglieder liegen, damit so der Einfluss der Investoren begrenzt wird. Aber machen wir uns mal nichts vor. Genügend Vereine haben jetzt schon kreative Wege gefunden, diese Regel zu umgehen. Gucken wir mal auf die TSG Hoffenheim.
Dort konnte Dietmar Hopp inzwischen 96% der Kapitalanteile übernehmen. Aufgrund einer Ausnahmeregelung. Über 20 Jahre investierte der Investor über 350 Millionen Euro. Jetzt ist er Alleinherrscher. Und der Club hat einen starken Investor. Doch mit 50 plus 1 hat das nichts mehr zu tun. Diese Situation ist aus der Motivation heraus entstanden, um auch langfristige Investitionen zu generieren. Das heißt, dass nicht jemand sein Investment ad hoc wieder rauszieht etc. pp. Das ist Bestandskraft, das ist langfristige Initiative, die dahinter steht. Für die TSG Hoffenheim bedeutet das, dass man natürlich mit dem Ablauf dieser 20 Jahren mehr nur als die Kapitalanteile erlangt und damit natürlich auch Stimmrechte und mitbestimmen kann. Und so übernimmt dann ein Investor unseren Lieblingsclub. Das hat mit Traditionsfußball natürlich so nichts mehr zu tun, doch ist in Europa komplett gang und gäbe. Schaut man auf die Champions League, dann spielen da die Mannschaften von reichen Staaten gegen die von Konzernen. Und das bringt uns zu Grund 3. Wir Fans sind nur noch Beiwerk. Und was dabei auf der Strecke bleibt, sind wir. Die Fans, die Kurve, die Fahnen, die Farben, der Grund, warum im Fußball überhaupt Millionen umgesetzt werden können. Der Frust ist groß. Laut einer FanQ-Umfrage sehen 78,7% die Kommerzialisierung im Profifußball als überzogen an. 85,7% finden die Gehälter und Transfersummen absurd. Und das, was wir für unsere Tickets bezahlen, ist im Vergleich zu TV-Geldern sowieso nur noch ein Fliegenschiss. Und da wären wir bei den TV-Geldern. Dass wir derzeit nicht wie gewohnt ins Stadion gehen können, das ist ja nachzuvollziehen. Doch dass ausgerechnet jetzt der Preis für Pay-TV verdoppelt wird allerdings, das macht einen doch ein bisschen sauer. So geschehen bei The Zone. Für Neukunden kostet das Fußballabo jetzt 30 Euro statt 15. Und wenn man das Pech hat, dass der eigene Verein europäisch spielt und man jedes Spiel sehen will, dann landet man bei 4 Streamingdiensten und über 80 Euro. Und Rundfunkgebühren bezahlt man ja auch noch. Insgesamt also knapp 100 Euro monatlich. Und das beschreibt unsere Rolle als Fußballfans doch ziemlich gut. Und dann kommt ja noch Grund 4. Fußball ist langweilig. Den Bayern zieht schon lange keiner mehr die Lederhosen aus. Ganz im Ernst, warum sollten wir überhaupt ins Stadion gehen und Fußball schauen? Mein Verein wird schließlich niemals deutscher Meister. Einen reellen Kampf um den Titel gibt es auch nicht mehr. Spannung schon gar nicht. Ach, was war der Fußball früher doch schön. Und was würde denn wohl Trainerlegende Otto Rehhagel zu dieser Entwicklung sagen? Denn immerhin prägte er einst diesen Spruch. Geld schießt keine Tore. Ja, diese Aussage ist wohl in Zeiten der milliardenschweren Clubbosse komplett überholt. Aber ich sage euch, wenn der Fußball nicht einen neuen Anstrich bekommt, dann sind die Stadien bald leer. Die frustrierende Erkenntnis für uns Fans? Fußball ist ein reines Geldverbrennungssystem und in diesem System schießt Geld dann doch irgendwann Tore. Wenn wir das alles durchbrechen wollen, dann, tja, sind vielleicht doch Investoren die Lösung. Doch wenn die einsteigen, dann bitte mit einer klaren, langfristigen Strategie und nicht mit der Aussicht auf kurzfristige Rendite. Und das Allerwichtigste ist, die Fans müssen mitgenommen werden. Denn ohne die Fans können wir den Fußball begraben. So, und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Entwicklung des Fußballs in den letzten Jahren haltet. Und ich freue mich sehr, sagen zu dürfen, dass ich jetzt häufiger hier auftauchen werde.